Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht's wieder in die Berge. Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich wieder mal unterwegs. Um Punkt 8 Uhr Richtung Fiedere Alm. Fiedere Passalm, glaube ich, heißt die. Oder Fiedere. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das Wetter ist absolut herrlich, aber noch zapfig, wie man hier sagen würde in Bayern. Ich bin jetzt knapp 2 Stunden hergefahren. Unter 10 Grad. Also da wird es auf dem Motorrad schon etwas frisch. Und hier selbst auf dem Berg ist es vor allem im Schatten noch, ja, auch recht erholsam, würde ich sagen, von den Temperaturen. Ich habe einen kleinen Überzieher jetzt angezogen. Den brauche ich, glaube ich, heute Nachmittag definitiv nicht mehr. Ja, und ihr seht und ihr hört, ich komme schon ein bisschen ins Schnaufen. Also zur ersten Raststätte, beziehungsweise zum Ausgangspunkt der Kletterei. Die Fiedere Passalm, da geht es ein paar Höhenmeter hoch. Ist ein bisschen schottrig, aber gut zu laufen. Und die heutige Tagestour wird so, naja, schauen wir mal. Angegeben ist mit 8 Stunden Rundwanderung, also ist mit 8 Stunden angegeben. Mit der ganzen Filmerei werde ich wahrscheinlich um die 9 Stunden brauchen. Bin dann heute spät Nachmittag wieder zurück oder spät Abend. Ja, Wetter verspricht absolut bombastisch zu werden. Und ich, Depp, habe meine Sonnencreme vergessen. Also schon mal erster Tipp von mir, Sonnencreme nicht vergessen. Wenn man wandern geht, vor allem an diesem schönen Tag, wenn die Sonne runterknallt und keine einzige Wolke in Sicht ist. Naja, also genießt noch ein bisschen die Aussicht und dann geht's weiter zum Klettersteig. Erster Orientierungspunkt, Fluchtalpe. Ah. Okay, also links rum. Oh, ein Häschen. Fluchtalpe ist noch zu, um 8 Uhr in der Früh. War auch nicht anders zu erwarten. Und wenn ihr hierher kommt, geht links rum, denn rechts rum ist gesperrt. Blickt eigentlich recht schön. Toller Ausblick. Oh, oh, und ich glaube, ich rieche was. Ja, ich glaube, ich rieche was Süßliches. Irgendwie was Kaiserschmarrnartiges. Also das ist wirklich gemein, dass man in der Früh vorm Aufstieg mit solchen Gerüchen konfrontiert wird. Da habe ich gar keine Lust mehr weiterzugehen. Der würde mir am liebsten da hinsetzen und was Gescheites essen. Aber das muss ja verdient sein. Deswegen auf. Ja, vom Parkplatz aus angeschrieben sind 2 Stunden bis zur Fiederer Passhütte. Ich glaube, das ist auch realistisch. Das letzte Stückchen geht es ganz schön bergauf. Und auch hier im Geröll, wie immer, oder wie so oft, hat aber seinen Reiz. Zum einen, weil hier oben kein Verkehr mehr ist, sprich keine Busse, keine Bahnen, keine Autos, keine Motorräder. Und man kommt auch nicht mit irgendeiner Seilbahn hoch. Das war ja bei der Alpspitzwanderung so. Das ist beim Mittenwalder Klettersteig der Fall gewesen. Da bin ich auch mit der Bahn hochgefahren. Also da kann man natürlich von unten zu Fuß laufen, aber dann zieht es sich ewig in die Länge. Beim Ifen habe ich auch ein bisschen abgekürzt mit der Bahn, also mit der Seilbahn. Und das geht hier nicht. Also da ist man tatsächlich jetzt darauf angewiesen, dass man jetzt die 2 Stunden bis zum ersten Stopp zu Fuß zurücklegt. Da wird man schon gleich mal ein bisschen auf die Probe gestellt, ob man es von der Kondition her überhaupt schafft. Ja, vor allem, weil es geröllig ist. Aber es ist ein wunderschöner Weg. Und dadurch, dass es auch gut ausgeschildert ist, ist es überhaupt kein Problem mehr, hier hoch zu laufen. So, wo sind wir? Ach, Fiedere. Jetzt, ich habe immer ein R zu viel reingeschmuggelt. Ja, genau, Fiedere Passhütte. Nach links. Also dann gehen wir nach links. Ja, das ist jetzt die Fiedere Passhütte. Zeit, das Geheimnis zu lüften, wobei Ortskundige, die wissen natürlich schon längst Bescheid, welcher Klettersteig heute auf dem Programm steht, nämlich der Mindelheimer. Mindelheimer Klettersteig, Kategorie C, ist da drüben, über die Senke rüber, dann übers Geröllfeld am Grat entlang, Richtung Mindelheimer Hütte, knapp 3 Stunden,
Klettersteig über die Schafalpen, Köpfe knapp 5 Stunden. Und die Fieder-Rehhütte an sich ist, so wie es ausschaut, noch nicht auf. Macht aber gar nichts. Genießen wir zuerst mal die Aussicht und dann geht's los. Eigentlich mag ich Geröllfelder überhaupt nicht, weil man da so schlecht vorwärts kommt, aber das geht eigentlich. Das ist gut, gut machbar. Jetzt geht es hier am Geröllhang entlang, der Sonne entgegen, wenn man jetzt poetisch wäre. Immer noch am Grat entlang zum Mindelheimer Klettersteig. Zur Mindelheimer Hütte, von der Fiedere Hütte aus sollen es knapp 3 Stunden sein. Ich weiß aber nicht, wo man da lang geht. Über den Klettersteig sind es dann knapp 5 Stunden. Naja, wie üblich, schauen wir mal, wie lange ich brauche. Nehme ich mir auf jeden Fall genügend Zeit für Filmaufnahmen. Für die herrliche Aussicht hier oben mit nur ein paar Wölkchen und ansonsten wunderschön blauer Himmel. Ein Traum. So, das ist also der Einstieg zum Mindelheimer Klettersteig. Ich muss sagen, es ist Samstag, ziemlich genau, also 10 Uhr. Und es ist, viel würde ich jetzt nicht sagen. Es ist aber einiges los. Vor mir sind einige Kletterer, hinter mir sind einige Kletterer. Und zu meinem großen Erstaunen, das ist jetzt also ganz neutral gemeint, sehr viele Frauen. Also viel mehr Frauen, viel mehr Kletterinnen als Kletterer. Ich habe 3 Männer gesehen. Und mindestens ein Dutzend Frauen. Erstaunlich. Und die schauen alle wahnsinnig durchtrainiert aus. Junge, Junge. Okay. Genug davon. Konzentrieren wir uns auf die schöne Landschaft und nicht auf das andere Geschlecht, sondern hier auf diese wunderbar schönen Wege und auf die wunderbar herrliche Aussicht. Da drüben ist ein bisschen riesig, ein bisschen häufig, aber das wird sich ja hoffentlich noch verziehen. Im Laufe des Tages, Temperaturen sind sehr, sehr angenehm. Perfekt eigentlich zum Klettern. Und jetzt geht's dann los mit dem Klettersteig. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Höhenmeter gewonnen. Die Mädels habe ich gerade überholt an den steilen Stücken. Wie soll man sagen, da dauert es halt manchmal ein bisschen. Da dauert es auch bei mir. Da kann man aber dann die Möglichkeit ergreifen, ein bisschen schneller zu gehen und ein bisschen Fahrt zu machen. Jupp. Steinmännchen da. Ja, wie gesagt, unter uns liegt schon die Fiedere Hütte und jetzt laufe ich hier gerade auf dem Grat entlang. Schönes Wortspiel. Grat. Und ja,
Da ist kein Seil. Da ist wieder ein Seil. Okay. Dann machen wir auf die linke Seite, damit ich die rechte Hand frei habe, um hier mal ein bisschen mich festhalten zu können an den Stufen. So, herrlich. Alter Daumen. So, da geht's runter, das heißt Kamera weg und anschneiden.
So, ganz kurze Pause, bevor es weitergeht. Also es ist doch einiges los. Mir kommen die Leute von vorne entgegen. Und von hinten kommen sie mir nicht entgegen. Aber von hinten habe ich jetzt ein paar Grüppchen überholt. Aber die gehen es auch ganz gemütlich an. Eine Bombenaussicht. Es ist unglaublich, wie schön das hier oben ist. Wie steil, wie schroff. Jetzt geht es da die Sprossenleiter runter. Und dann wahrscheinlich rechts hier rein in die Kurve. Ja, jetzt habe ich ein paar gute Höhenmeter gemacht. Dohlen sind wieder unterwegs. Ja, wie gesagt, 5 Minuten Verschnaufspause und dann geht's auf den Gipfel weiter. Und dann dürfte, da hinten ist noch ein bisschen Schnee zu sehen. Und dann dürfte eigentlich so langsam die hintere Wildalpe von oben zumindest sichtbar sein, weil das das nächste große Ziel ist. Ja, das war es jetzt mit dem Klettersteig. Da drüben ist noch ein Gipfelkreuz, vielleicht nehmen wir das noch mit. Und ansonsten, da ist der Ausstieg oder der Einstieg, je nachdem. Hat eine Menge Spaß gemacht, grandiose Aussicht.
Aber jetzt, glaube ich, ist der Spaß vorbei, weil da keine Seile mehr gespannt sind. Jetzt geht es runter ins Tal. Das war jetzt quasi die heutige Klettertour, der Mindelheimer Klettersteig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, wie immer Daumen hoch. Falls nein, wie immer Daumen hoch. Und ja, ich werde noch die wunderschöne Aussicht hier genießen, werde noch ein bisschen Pause machen, werde vielleicht in der Alm noch einkehren, ein bisschen was anschauen und dann geht es langsam ab Richtung Heimat und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, das war es jetzt endgültig. Die Mindelheimer Hütte liegt hinter mir, also quasi hinter dem Grat und zur hinteren Wildalpe, da von hier unten sieht man noch das Gipfelkreuz da oben, sind es noch, Wegweiser gesagt, 3/4 Stunde. Das heißt, wenn man ein bisschen Gas gibt, eine halbe. Ab und zu sind hier tatsächlich noch Drahtseile gespannt zur Absicherung, weil es hier doch etwas geröllig ist. Ja, das ist auf dem Weg nach unten immer leicht unangenehm. Vor allem, wenn man direkt in den Abgrund schaut. Aber es geht eigentlich ganz gut. So, ja, wie gesagt, zur Alm, zu der ich eigentlich will, um da mal eine größere Pause zu machen, kurz bevor es dann ganz Richtung Heimat geht. 3/4 Stunde, wahrscheinlich eher halbe. Und dann ab ins Kleinwalsertal. Und vom Kleinwalsertal dann definitiv ab nach Hause. Das sind noch 2 Stunden mit dem Motorrad. Da habe ich jetzt ausnahmsweise überhaupt keine Lust drauf, weil ich eigentlich ziemlich erledigt bin von der Tour hier. Nimmt einen doch etwas mit. Ja, aber jetzt zum zweiten Mal und definitiv zum letzten Mal. Hat Spaß gemacht. Kommt auch mal hierher. Plant einen Tag ein. Ich gebe bei meinen anderen Touren oft den Tipp, ob das mit Kindern machbar ist oder nicht. Also ich würde hier sagen, nein, es sei denn, die Kinder klettern saugut. Also es gibt ja 10-Jährige, die sind schon in der Wand wie ein Gams. Da gehöre ich definitiv nicht dazu. Ansonsten mit normalen Kindern, die wanderfreudig, wanderlustig sind, definitiv nicht. Also man kann sicherlich auf die Fiedere-Passhütte und hier oben auf die Mindelheimer Hütte von Mittelberg aus wandern, aber vom Klettersteig, den ich mal abraten. Ja, wie gesagt, das war's. Euch allen alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video.